Aktien im Fokus, das ist das Thema, was wir auch heute wieder gemeinsam erörtern. Gemeinsam meine ich Free Stocks, Fit for Finanzen, meine Wenigkeit und der Roland Jegen. Den hole ich schon mal dazu. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, freut mich, dass wir heute auch wieder eine Aktie besprechen. Zuvor natürlich der Risikohinweis, denn all das, was wir besprechen, das ist reine Information, also keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und wir wollen in den USA bleiben und auf den Dow Jones reimt sich ja fast die Dow Inc., die wir als ersten Wert uns heute herausgesucht haben. Ganz genau, die ist sicherlich nicht jedem bekannt, die Dow Inc. Man denkt eher an Dow Jones, aber es geht um ein großes Chemieunternehmen aus den USA und das möchten wir uns heute einmal näher anschauen. Genau, nicht direkt bekannt, du sagst es schon. So ist das bei Chemie natürlich. Die Chemie muss stimmen, ist so ein Leitsatz, den man immer wieder sagt. Aber da sind es letzten Endes ja Ausgangsprodukte chemischer Natur, die dann für weitere Sachen, wie zum Beispiel in der Polyethylen-Plastikverarbeitung oder auch eben in Düngemitteln und so weiter zum Tragen kommen können. Ich habe mal ein paar Sachen zusammengetragen, denn die Dow Inc. als Firma, wie man sie jetzt kennt, die gibt es noch gar nicht so lange. Genau, die gibt es noch nicht so lange. 2017 fusionierten die beiden Chemieunternehmen Dow Chemical und EI DuPont de Nemours and Company. Sehr komplizierter Name, dessen Abspaltung dann letztendlich 2019 als Dow Inc. bekannt wurde. Der Name ist wieder etwas einfacher und lässt sich sehr leicht merken. Also in dieser Form gibt es das Unternehmen erst gute 3 Jahre. Und Dow Chemical selbst ist der zweitgrößte Chemiekonzern der Welt. Nach BASF, die ist uns ja bestens bekannt hier in Deutschland und ist bereits seit 1897 aktiv, Dow Chemical. Ja, das ist wirklich eine wahnsinnige Historie und da freuen wir uns natürlich auch in Deutschland, dass wir dann auch jemanden haben, der da in der ersten Liga mitspielt mit der BASF. Auf die wollen wir aber nicht eingehen, denn Aktien im Fokus widmet sich den US-Aktien und drei Bereichen, die bei der Dow Inc. zum Tragen kommt. Agrarchemikalien, also da ist man auch so ein bisschen in Konkurrenz zu einer Bayer, möchte ich meinen. Dann die Kunststoffe, da könnte man auch eine Covestro als direkten Konkurrenten nochmal mit reinnehmen und dann eben die Spezialchemikalien. Da geht es auch um Düngemittel und all diejenigen Sachen, die wir kaum aussprechen können. Ganz genau, da ist man schon relativ breit aufgestellt in diese Hauptdrei Geschäftsbereiche und versucht da wirklich in jedem Sektor was zu liefern. Das Unternehmen auch ist sehr, sehr groß, 40.000 Mitarbeiter weltweit und in Deutschland hat Dow Inc. auch einen Sitz und der ist in Wiesbaden. Also durchaus vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die hier dort angestellt sind, die werden jetzt aufhorchen und erstmal auf der Homepage, wie ich auch selbst, recherchieren, was da überhaupt alles gemacht wird. Also nicht nur um die chemische Manufakturen geht es, sondern letzten Endes auch um Infrastruktur. Da habe ich mich ein bisschen näher eingelesen, selbst beim Brücken- und Straßenbau braucht man Chemikalien, dass der Asphalt solchen starken Schwankungen wie von minus 20 Grad im Winter und plus 50, 60, wenn der Asphalt sich erhitzt, standhält. Ganz genau, da ist man wirklich auch ja, sehr breit aufgestellt, diversifiziert und diese Chemieprodukte, die werden fast überall gebraucht, wie man hier sieht. Man würde vielleicht nicht direkt daran denken, dass gerade auch hier im Brückenbau, Konstruktionssektor, Infrastruktur so viel Chemieprodukte gebraucht werden, aber das ist in der Tat der Fall. Natürlich auch im Mobilitätssektor, im Kosmetiksektor, überall werden diese Zuliefererprodukte der Dow Inc. letztendlich benötigt. Selbst bei der Kosmetik, ja, da ist überall Chemie drin, also nicht nur die Bioprodukte, sondern auch noch ein paar Zusätze letzten Endes, um das Ganze haltbar zu machen, um vielleicht auch Duftstoffe reinzubringen und so weiter. Ich habe schon ein paar deutsche Unternehmen genannt, die in Konkurrenz dazu stehen. Und wenn man das sich vom Marktwert mal anschaut, da kommen auch noch andere bekannte Namen mit auf die Agenda. Ganz genau. Man kennt natürlich hier die Linde ist uns bekannt, Air Liquide in Frankreich auch sehr, sehr groß. Und da kommt natürlich hier mit Bayer auch ein weiterer deutscher großer Konzern direkt mit an vorderster Stelle. Die Dow Inc. etwa im Mittelfeld hier entsprechend anzusiedeln. Und aber wirklich einer, sage ich mal, der Top-Player hier in diesem Bereich. Und da geht es natürlich, wenn man sich jetzt nicht nur Brücken- und Beauty-Produkte anschaut, sondern auch E-Mobilität und so weiter, auch darum, dass die Menschen sich die Produkte am Ende der Kette leisten können. Also die Newslage ist von der Konjunktur am Ende abhängig. In jüngster Zeit konnte die Dow Inc. als Firma wieder davon profitieren, dass es einen Konjunkturaufschwung gab. Aber in der Corona-Zeit musste man so ein bisschen in Deckung gehen.
Genau, während der Corona-Zeit hatte man es nicht ganz so leicht, aber zwischenzeitlich sah es wieder sehr, sehr gut aus. Jetzt muss man natürlich schauen, wie es auch weitergeht, mittel- bis langfristig, falls wirklich ja auch eine Rezession ansteht in den USA. Da muss man vielleicht noch vorsichtig sein, ob es wirklich so gut weiterging, wie es vielleicht auch die letzten Quartale nach dem Corona-Tief dann entsprechend an Aufschwung hier stattgefunden hat. Und vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied zu vielen Wachstumsfirmen. Das ist jetzt kein Wachstumswert, sondern eher etwas Konservatives, aber womit man kalkulieren kann. Wenn man sich die Umsätze anschaut von der Dynamik her, ist in keinster Weise vergleichbar mit einer Apple oder einer Amazon, aber trotzdem auf einem hohen Niveau stetig und konstant. Genau, konstante Umsätze sind ja auch für die nächsten Jahre zu erwarten. Also das sieht durchaus positiv aus. Nach dem kleinen Einbruch, den man dann auch im Corona-Jahr 2020 hatte, ging es letztes Jahr schon bergauf und das soll auf konstant hohem Niveau gehalten werden. Aktionäre freut es nicht nur, wenn der Kurs steigt, sondern auch, wenn man eine verlässliche Dividende bekommt. Die ist weiterhin top bei knapp 3%. Das ist für einen US-Wert schon sehr, sehr hoch. Und darüber freuen sich auch wieder ganz bekannte Anteilseigner. Da habe ich mal ein paar aufgelistet. Genau, hier auch wie bei vielen anderen Aktien, hier eine BlackRock mit dabei, eine Vanguard Group und so weiter. Also auch diese institutionellen Anleger haben hier beträchtliche Anteile an diesem Unternehmen. Trotzdem freut man sich natürlich, wenn der Kurs nach oben geht. Das wirst du uns gleich mit dem Three Stocks Tool einmal zeigen, ob das der Fall ist. Ganz genau. Hier kann man die Aktien natürlich wie alle US-Aktien kommissionsfrei handeln. Und dann starten wir mal etwas weiter zurück. Dann sieht man doch, dass die Aktie hier auch gelitten hat während der Corona-Krise und diesen großen Abverkauf gab. Aber seitdem dann wirklich ein stetiger Aufwärtstrend, der sich hier etabliert hat, bis zur Mitte des letzten Jahres. Und seitdem ist die Aktie hier in eine große Seitwärtsbewegung, in eine Konsolidierungsrange übergegangen. Circa zwischen $50 auf der Unterseite und $70 auf der Oberseite. Aktuell testen wir wieder diesen unteren Bereich der Seitwärtsrange, nachdem diese Unterstützung schon hier Mitte Juli gehalten hat, gab es den Aufwärtsimpuls, aber der 50-Tage-Durchschnitt, der hier auch noch sehr steil nach unten geneigt war, konnte nicht nachhaltig zurückerobert werden. Und in den letzten Tagen ist man wieder unter diesen 50-Tage-Durchschnitt gefallen und testet jetzt wieder diesen potenziellen Unterstützungsbereich bei circa $50. Da muss ich jetzt zeigen, ob dieser zum wiederholten Male hält und es dann vielleicht der nächste Aufwärtsimpuls folgt. Ansonsten sollte diese Unterstützung gebrochen werden, muss man dann schon wieder nach tieferen Kursniveaus zielen, hier Ausschau halten. Die nächste Unterstützung liegt dann vielleicht im Bereich von ca. $45, sollte diese Range nach unten verlassen werden. Wollte gerade sagen, danke für die vielen Informationen. Auch morgen haben wir wieder eine Aktie im Fokus dabei. Und damit würde ich sagen, bis morgen, Roland. Sehr gerne. Bis morgen.